Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Buchpräsentation meines neuen Buches. Ich bin ein Kind der Stadt Wienerin seit 1943. Und ich begrüße Sie auf Facebook, weil in Zeiten wie diesen geht es gar nicht anders. Ursprünglich war ja geplant, dass ich meine Präsentation auf der Hochschule für Bodenkultur im 19. Bezirk mache. Aber wir alle wissen, warum das eben jetzt nicht geht. Warum BOKU, das werde ich Ihnen ein bisschen später erzählen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne meine Verlegerin vorstellen von Echo Media. Ilse Helmreich, bitte. Hallo, hallo Chris. Einen wunderschönen guten Abend im Namen des Echo Medien Buchverlags. In so verstörenden Tagen wie diesen bin ich sehr froh über all die elektronischen, digitalen und sozialen Medien, die es uns ermöglichen, auch in selbstgewählter oder verordneter Isolation mit der Welt da draußen in Kontakt zu treten. Und so möchte ich Sie einladen zu einer Erinnerungsreise mit Chris Lohner zu Zeiten, die ebenfalls mit großer Verunsicherung behaftet waren. Und das Besondere an Ihrem Buch sind nicht nur Ihre Erinnerungen. Dr. Hugo Bortisch, den Chris Lohner gebeten hat, die historischen Details zu prüfen, war von Ihrem Text so angetan, dass er sich spontan entschloss, das Vorwort dafür zu schreiben. Das neue Buch von Chris Lohner könnte aktueller nicht sein. Chris Lohner erinnert sich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und es war eine Zeit, die voller Verunsicherung und voller Herausforderung geprägt war und die noch dazu von sehr, sehr großer Not auch geprägt war. Aber das wird Ihnen Chris Lohner persönlich erzählen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Chris Lohner. Dankeschön. Danke dir, Ilse. Danke. Ja, zuerst möchte ich mich natürlich bei Hugo Bortisch bedanken, dass er mir das Vorwort geschrieben hat und dass er mir auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Es ist eine Geschichte mit den Augen des Kindes, aber es sollte natürlich durchaus historische Richtigkeit haben. Es ist schwierig für mich festzustellen, ob meine Erinnerungen an meine Kindheit tatsächlich meine eigenen sind oder ob ich sie mir durch Erzählungen meiner nächsten Anverwandten als die meinen einverleibt habe, aber wer weiß das schon. Was ich weiß, und das wurde mir mehrfach liebevoll bestätigt, ich war ein Wunschkind. Das ist unfassbar, ja? Zu einer Zeit, als kein Ende des Krieges absehbar war. Denn mein Geburtsdatum ist der 10. Juli 1943. Geboren wurde ich in Wien, im 19. Bezirk in der Peter-Jordan-Straße 70. Dieses Haus hat eine bewegte Geschichte. 1910 als Frauenhospiz der Genossenschaftskrankenkassen errichtet, war es das erste Spital in Wien, das von einer Krankenkasse errichtet wurde. Es war damals für viele Arbeiterfrauen, die kein Geld hatten, die einzige Alternative zu den nicht ungefährlichen üblichen Hausgeburten. Nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland wurde das Frauenhospiz zuerst als Gebärklinik und später für viele als Lazarett genutzt. Nach dem Krieg beherbergte das Haus kurzfristig die Vienna International School und heute ist es der Sitz der Verwaltung der Universität für Bodenkultur. Und weil ich dort in der Peter-Jordan-Straße 70 meinen ersten Schrei gemacht habe, wollte ich das Buch natürlich auch dort präsentieren, aber da war überhaupt kein Platz dafür. Vis-à-vis aber von diesem Spital war schon Platz, nämlich in der Universität für Bodenkultur. Und so hat der Rektor freundlicherweise seinen Festsaal dafür zur Verfügung gestellt und meinen großen Dank an dieser Stelle. Weil es ist, wie es ist. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Deshalb also noch einmal herzlich willkommen auf YouTube. Wie viele Feen an meiner Wiege standen, das weiß ich nicht. Aber es ist mir mit den Jahren bewusst geworden, dass mir eine von ihnen einen Geschenkkorb mitgebracht hat, in dem einige wirklich gute Sachen drin sind. Und ich nütze sie heute noch mit Vergnügen. Mein Vater hat natürlich meine Ankunft nicht miterlebt, so wie das heute eigentlich ja üblich ist, denn er war ja als Soldat und Sanitäter an der Front. Ich habe ihn erst ganz kurz Ende 1943 kennengelernt, als er auf Heimaturlaub war. Aber ich kann mich nicht erinnern, welchen Eindruck er auf mich gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, welchen ersten Eindruck ich auf ihn gemacht habe. Mein Vater war von Natur aus ein ruhiger Mensch, im Gegensatz zu meiner Mutter. Also jetzt dürfen Sie mal raten, wer sich da genetisch bei mir durchgesetzt hat. Naja, und
die Männer im Krieg und so verbrachte ich die ersten Jahre mit den Mädels. Ja, mit meiner Mutter, mit meinen Tanten und mit zwei Großmüttern. Also Weiberwirtschaft. Großvater hatte ich keinen. Die Großväter waren schon vor meiner Geburt gestorben. Der Vater meiner Mutter, als sie noch ein kleines Mädchen war. Und den Vater meines Vaters haben die Nazis umgebracht. 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, war von der Monarchie mit 55 Millionen Menschen fast nichts mehr übrig. Nur mehr ein kleiner Rest. Österreich mit knapp 6 Millionen. Die Wirtschaft war zusammengebrochen, den meisten Menschen ging es sehr schlecht. Mein Großvater hatte seine Arbeit verloren und eine neue Anstellung war nicht in Sicht. Er ertrug es nicht, seine Familie nicht mehr ernähren zu können. Die Folge? Ein Selbstmordversuch. Nach diesem Selbstmordversuch wurde mein Großvater in das berüchtigte Spital am Steinhof gebracht, von dem er nicht mehr zurückkam. Unter den Nazis hieß es, die meisten Selbstmörder gehören zu den gefährdeten und labilen Typen, deren Fortpflanzung nicht unbedingt wünschenswert ist. Also haben diese Monster, Behinderte und psychisch Kranke, außerhalb der KZs in Spitälern umgebracht. Auf die Verständigung meiner Großmutter vom Tod ihres Mannes, also von seiner Ermordung, stand lapidar Lungenentzündung. Das war damals so üblich. Die Sehnsucht nach einem Großvater war für mich als kleines Mädchen grenzenlos. Als man mich später, als ich schon ein artiges kleines Mädel war, in der Straßenbahn mitnehmen konnte, habe ich mich immer wieder auf ältere Männer mit Bart gestürzt. Bin auf ihren Schoß gekrabbelt und habe sie zu Großvätern auserkoren. Aber Sie können sich vorstellen, meiner jungen, hübschen Mutter war das unendlich peinlich. Gut, diese Vorliebe für bärtige Männer hat sich dann, ältere bärtige Männer hat sich dann in meiner Pubertät etwas gelegt. Gleich nach meiner Geburt im Spital habe ich mit meiner Mutter bei ihrer Mutter im 10. Bezirk gewohnt. Bis zu dem Zeitpunkt, als Wien fast ununterbrochen bombardiert wurde. Und weil den Nazis ja Mütter mit Kindern, je mehr Kinder, desto besser, besonders wichtig waren, wurden Mütter mit Kleinkindern aufs Land geschickt, um sie bei anderen Familien unterzubringen. Und so landeten wir drei, meine Großmutter, meine schon wieder schwangere Mutter und ich, in Oberösterreich, in Spital am Bern, auf dem Bauernhof Pugl in der Au der Familie Schmidt. Und dort, wenige Monate vor Kriegsende, kam im Februar 1945 im Stadel der Familie Schmidt meine Schwester Elfi zur Welt. Ich war von diesem neuen Familienmitglied total begeistert. Ich soll angeblich herumgehüpft sein wie eine Verrückte und geschrien haben, ein Westerlein, ein Westerlein. Ja, das schwierige Schw kam mir ja damals nicht über die Lippen. Meine kleine Schwester Elfi war entzückend und ich war entzückt. Ein Bauernhof ist natürlich für ein kleines Kind auch heute noch ein Paradies. Aber damals war es ein unbeschreibliches Glück. Denn dank der Großzügigkeit der Familie Schmidt gab es einigermaßen ausreichend zu essen. Und das war für mich als rachitisches, unterernährtes Kleinkind die Rettung. In Wien gab es ja nach dem Krieg kaum etwas zu essen. Also das Wort Hamsterkäufe hatte ja damals eine ganz andere Bedeutung als heute, nicht? Damals fuhren die Großstädter mit Rucksäcken aufs Land zu den Bauern mit irgendwelchen Kostbarkeiten, silberner Kerzenleuchter, silbernes Besteck oder Preziosen, um diese kostbaren Dinge, die nutzlos geworden waren, gegen Kartoffeln oder was auch immer essbaren einzutauschen. Meine Großmutter, die hat damals in Wien auf dem Laaberg, also im 10. Bezirk, als dort nur Felder und sonst nichts anderes war, Brennnesseln und Sauerampfer gepflückt. Aus den Brennnesseln hat sie Spinat gemacht und aus dem Sauerampfer Suppe. Das war's. Heute ist das ein Amuse-Gueule aus der Küche in einem Haubenrestaurant. Muss ich eigentlich da immer grinsen, weil ich finde das schon irgendwie schräg. Zu dritt waren wir mitten im Krieg nach Spital am Birn gekommen und zu viert sind wir dann nach dem Ende des Krieges 1946 in das verwüstete Wien zurückgekehrt, in die elterliche Wohnung meines Vaters, in ein Zinshaus, das noch halbwegs intakt war. Mittlerweile war auch mein Vater unversehrt, aber fast verhungert, aus dem Krieg zurückgekehrt. Sehr viele Menschen hatten nicht das Glück, Sohn, Vater, Mutter, Mann oder Bruder wiederzusehen. Viele Männer wurden vermisst und kamen nicht mehr nach Hause.
Und so gab es in dieser Zeit natürlich mehr Frauen als Männer. Und es waren natürlich in erster Linie die Frauen, die sogenannten Trümmerfrauen, die halfen, die zerstörten Gebäude vom Schutt zu befreien. Das war ein gewohntes Bild in meiner Kindheit. Unsere kleine Familie war wie ein Wunder komplett. Und so wohnte ich nach unserer Rückkehr bis zu meinem 7. Lebensjahr im 5. Bezirk. In einer klassischen Bassena-Wohnung. Also in einer Wohnung mit Zimmer, Küche, Kabinett, Klo und Wasser am Gang. Klo für alle, die wie wir im 3. Stock wohnten. Unsere Nachbarn, die Familie Portner, die muss ich unbedingt erwähnen, Mutter, Vater und Sohn Pepperl, das waren sehr nette Leute, die hatten ebenfalls Zimmer, Küche und Kabinett. Aber sie hatten einen kleinen Schrebergarten in der Alto Monte Gasse in Meidling und sie haben uns ab und zu dorthin eingeladen. Also das war das Paradies. So eine grüne Oase, fast mitten in Inn oder am Rande der Stadt, war in der Nachkriegszeit einfach unbezahlbar. Denn wer einen Kleingarten hatte, konnte sich angesichts der Lebensmittelknappheit einigermaßen mit selbst angebautem über Wasser halten. Wie schön, dass unsere Nachbarn das mit uns teilten. Das war Nachbarshilfe vom Feinsten. Einfach großartig. Blumen, eigenes Gemüse, ich werde das alles nie vergessen. Es war wie ein Märchen. Gemeinsam mit meinen Eltern und uns Kindern lebte auch die Mutter meines Vaters bei uns im einzigen Kabinett der kleinen Wohnung. Unsere Rosa-Oma. Sie war in ihrer Jugend bildschön, was immer noch zu sehen war. Ich kannte sie leider nur mehr mit Stock und schwer gehbehindert. Ihr Kabinett war für uns Kinder im Allgemeinen tabu. Sie hat es auch nicht sehr oft verlassen, außer wenn es hieß, heute Nachmittag Kasperltheater. Bitte, das war der absolute Wahnsinn. Alle Kinder in unserem Haus waren dazu eingeladen. Wie meine Eltern das geschafft haben, im Türrahmen zum Kabinett meiner Oma hinter unserem Rücken ein Kasperltheater aufzustellen, das irgendjemand mal gezimmert hatte, das bleibt ein Geheimnis. Auch wie mein Vater, der sich jeweils extra lautstark und vollkommen angezogen verabschiedete, sich dann ins Kabinett geschmuggelt hat, um hinter dem aufgestellten Theater verborgen alle gängigen Rollen wie Kasperl, Prinzessin, Krokodil und Zepperl mit verstellter Stimme zu spielen. Also das ist mir bis heute ein Rätsel. Wir saßen natürlich aufgeregt mit den anderen Kindern auf unseren Schemel davor und haben immer laut geschrien, wenn der Kasperl in Gefahr war. Auch wenn wir immer wieder gefragt wurden, wart ihr alle brav? Und dann ging das Gebrüll wieder los. Viele Bewohner des Hauses kamen, wie ich später erfahren habe, um an unserer Wohnungstür zu lauschen. Das köstliche Spektakel wollte sich keiner entgehen lassen. Nach der Vorstellung wurden wir offenbar von unserer Mutter geschickt abgelenkt, während die anderen Kinder heimgingen. Und dann stand plötzlich wieder unser Vater mit Hut und Mantel in der Tür und wir haben ihn ganz aufgeregt bestürmt, im wilden Durcheinander auf ihn eingeredet und ihm geschildert, was gerade alles passiert war. Meine andere Großmutter, sie war ja mit uns auf dem Land, auf dem Bauernhof gewesen und ist nach ihrer Rückkehr in ihre noch kleinere Wohnung als die unsere zurückgekehrt. Ebenfalls Kategorie Bassena im 10. Bezirk in der Nähe des Amalienbades. Und manchmal, wenn ich bei ihr übernachten durfte, so war das ein ganz besonderes Erlebnis. Omas Wohnung bestand nur aus Küche und einem zweiten Raum Wohn- und zugleich Schlafzimmer. Und im Winter, wenn es besonders kalt war, haben Oma und ich immer wieder mal in der Küche geschlafen, auf einem Sofa neben dem Herd. Denn wenn es kein Geld gab für Holz oder Koks, so blieb der Ofen im großen Zimmer und auch der Herd in der Küche kalt. Lediglich die Flammen des Gasrichots wärmten uns und wir wärmten einander gegenseitig. Manchmal hat meine Großmutter einen Ziegelstein im Backrohr erhitzt, um ihn dann in Zeitungspapier eingewickelt vor dem Schlafengehen ins Bett zu legen. Und dann war es doch ein wenig wärmer. Wenn aber der Ofen im Zimmer beheizt wurde, so war das schon sehr gemütlich. Auf dem Ofen wurde dann ein Apfel gebraten, im Radio lief ein Hörspiel oder Krimi und Oma und ich haben im Dunkeln gespannt und aufgeregt zugehört. Ich war schon als Kind vom Radio fasziniert. Fernsehen gab es ja damals noch nicht. Noch etwas anderes machte meine Besuche bei meiner Oma so besonders. Ihre Nachbarn links neben ihr. Sie hatten einige Hasen in ihrer Wohnung, in Wien im 3. Stock.
einer Wand entlang waren die Käfige so übereinander gestapelt, das hat ausgesehen wie in einem Tierheim und ich fand die Hasen ja total herzig und ich durfte sie auch jederzeit besuchen. Ja, was mir damals nicht bewusst war, dass sie natürlich irgendwann gegessen wurden. Das ist heute vielleicht kaum vorstellbar, aber damals, als man nichts zu essen hatte, war es die Rettung. Fast schon verdrängt, weil ziemlich grauslich, die stinkenden Bettwanzen, die uns allen ordentlich zu schaffen machten. Es gab sie damals fast in jedem Haushalt und sie wurden mit DDT bekämpft, einem ziemlich starken, giftigen Insektizid. Jeden Morgen wurden wir nach roten Punkten auf der Haut untersucht und das waren die untrüglichen Spuren der nächtlichen Blutsauger. Angeblich gibt es sie heute noch oder schon wieder. Da halte ich mich jetzt mal raus, ich will dazu gar nichts sagen. Damals in Wien gab es auch noch die kleinen Kreisler. Ein paar Stufen führten hinauf vom Gehsteig zum Eingang in einen dunklen, schmalen Raum, in dem es unglaublich interessant roch. Ich war ja als kleines Mädchen meistens aus dieser für mich faszinierenden und geheimnisvollen Welt ausgeschlossen, einfach deshalb, weil drinnen im Laden zu wenig Platz war. Eines Tages, als ich wieder mal zum Einkaufen mit durfte, stand neben mir ein kleiner Bub, der ebenfalls vor dem Laden geparkt war. Nach kurzer Begutachtung beiderseits fiel dann von ihm der schicksalsschwere Satz: Traust du weggehen? Naja, und ich traute mich und ich ging einfach spazieren. Im 5. Bezirk, allein und sehr vergnügt. Der Polizist, der mich fand, erhielt dann von mir die ausreichende Angabe meiner Adresse, an der er mich leider rasch abgab, was mir einen wunden Hintern einbrachte. Ich verstand die Welt nicht mehr. Mein Hinweis, also im Märchen freuen sich die Eltern immer, wenn sie ihre verlorenen Kinder wieder haben. Das hat meine Mutter relativ wenig beeindruckt und ich habe dann noch eine Ohrfeige bekommen. Wie viele Menschen meiner Generation habe auch ich meine Eltern nie nackt gesehen. In der Unterwäsche schon, aber das war's dann. Allerdings hat uns Kinder das sowieso nicht interessiert. Vielmehr will man ja als kleines Mädchen wissen, wie die kleinen Buben da im Gegensatz zu uns da unten aussehen. Und so haben wir halt Doktor gespielt. Meine Schwester war 5, ich war 7, als uns meine Mutter wieder mal in einem Kinderfreibad, die hat es damals auch noch gegeben, abgegeben hatte, gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund. Und dort haben wir 3 uns in der Garderobe splitternackt ausgezogen. Darauf hoffen, dass uns der Bademeister nicht erwischt. Und dann haben wir einander ganz ausführlich untersucht. Wir haben uns alles ganz genau angeschaut. Und wir waren natürlich über die unterschiedlichen Details sehr erstaunt, aber höchst zufrieden, dass wir endlich Bescheid wussten. Uns machte niemand mehr etwas vor. Mein Vater, der seine Leidenschaft für Bücher zum Beruf gemacht hatte, war ausgebildeter Bibliothekar und schon vor dem Krieg im Wiener Volksbildungsverein angestellt. Seine Freude an Büchern und seine Lust am Lesen hat sich natürlich auf uns Kinder übertragen. Und sobald wir lesen und schreiben konnten, haben wir von meinem Vater ganz selbstverständlich die passenden Bücher bekommen. Also meine Schwester und ich, wir wurden ausgesprochene Leseratten. Nach der Rückkehr aus dem Krieg wurde mein Vater 1947 dann Direktor der Volkshochschule Margareten in der Stöbergasse. Höchst engagiert und mit 32 Jahren einer der jüngsten Erwachsenenbildner in Wien. Vis-à-vis der Volkshochschule gab es einen kleinen Kindergarten. Offenbar, um mich so zu sozialisieren, ich war ein ziemlich schlimmes Kind, und um meine Mutter vielleicht zu entlasten, musste ich für eine Weile dort bleiben. Und obwohl mein Freund Pepperl dabei war, gefiel es mir im Kindergarten überhaupt nicht. Die kollektive Nahrungsaufnahme mit anschließendem Mittagsschlaf als tägliches Ritual, das war überhaupt nichts für mich. Dementsprechend soll ich mich auch angeblich aufgeführt haben. Ich habe sogar mal, wie es heißt, ein Kind gebissen. Kann mich nicht erinnern. Am liebsten war ich in der Volkshochschule meines Vaters. Abgesehen von einer gut sortierten Bücherei gab es ein großes Kino und auch einen Kammersaal mit einer kleinen Bühne für Vorträge und Lesungen. Und dort habe ich das erste Mal mit 5 Jahren Theater gespielt. Auch der Film übte eine ganz besondere Anziehungskraft auf mich aus.
Damals gab es ja noch ein strenges Jugendverbot bei bestimmten Filmen. Was ich ja bis heute nicht verstehe, dass im Fernsehen oft vor einem Film steht, jugendfrei ab 16. Ich weiß nicht, wer das jetzt heutzutage kontrolliert, ich habe keine Ahnung. Wir Kinder durften übrigens auch die Kurse der Volkshochschule besuchen. Also heute, aus der Distanz der vielen Jahre, kann ich sagen, ja, wir waren arm. So wie alle anderen Menschen damals auch. Aber wir sind mit Wärme und Liebe aufgewachsen. Und wir waren kulturell reich. Ich habe in der Stöbergasse Töpfern etwas Französisch und sogar Nähen gelernt. Der Kindergarten konnte mir schon lang gestohlen bleiben. Das wurde auch letzten Endes von meinen Eltern akzeptiert, wofür ich heute noch dankbar bin. Meine Eltern verstanden, dass hier ein kleiner Freigeist heranwuchs. Wenn mein Vater mal Zeit hatte und zu Hause war, dann gab es auch mal schon Spieleabende. Meine Schwester und ich, wir haben das geliebt. Da wurde Mensch, ärgere dich nicht gespielt oder Mühle oder was auch immer. Und ich bin heute noch, ich liebe Spiele. Wenn man zusammensitzt mit der Familie, und ich finde, in Zeiten wie diesen bietet sich ja das direkt an, dann sind Spiele eine sehr vergnügliche Angelegenheit und auch ein guter Austausch, Freude zu haben und Spaß zu haben. Könnte man ja durchaus wieder ausprobieren. Auch Musik kam bei uns nicht zu kurz. Meine Mutter hat uns oft vor dem Einschlafen auf ihrer Mandoline etwas vorgespielt und dazu mit ihrer hübschen Stimme gesungen. Später hat sie dann im Rahmen eines Mandolinenvereines auch an Konzerten mitgewirkt. Also bei mir hat es nur zur Blockflöte gereicht. Ja, und meine Schwester, die hat sich überhaupt damit begnügt, Musik nur zu hören. Und weil ja damals niemand viel besaß, wurde versucht, alles, was kaputt gegangen war, irgendwie zu reparieren. Und so gab es in meiner Kindheit sehr viele Handwerker, die von einem Haus zum anderen zogen und in den Höfen der Häuser lautstark ihre Dienste anboten, auch um irgendwie zu überleben. So zogen Scherenschleifer, Kupferschmiede, Besenbinder, Kesselflicker mit ihren Familien von Wohnwagen von Ort zu Ort, lagerten vor der Stadt und richteten dort ihre Werkstätten und Feuerstellen ein. Und dann hat man schon beim geschlossenen Fenster gehört, der Rasselbinder ist da, der Rasselbinder ist da. Da gab es ja auch noch den Bandelkramer, der hat alles Mögliche geflickt und Bänder verkauft und vor allem den neuesten Tratsch geliefert. Ganz Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg von 1945 bis 1955 von sowjetischen, britischen, amerikanischen und französischen Truppen besetzt, von den Alliierten. Das aufgeteilte Wien war es, das mich besonders zu interessieren begann. Ich wusste nämlich damals schon, dass der 4. und der 10. Bezirk, wo meine Ursula-Oma wohnte, russisch waren, also zum sowjetischen Sektor gehörten, und wir im 5. Bezirk zum britischen. Das Land rund um Wien lag außerhalb der 4 Sektoren und gehörte zur sowjetischen Besatzungszone, also ganz Niederösterreich, und heute der 23. Bezirk hat damals auch dazu gehört. Damals durfte man, soweit ich mich erinnere, nach 20 Uhr nicht mehr auf der Straße sein. Außerdem musste man als Erwachsener auch immer eine Identitätskarte, also einen Ausweis bei sich haben, denn jede Besatzungsmacht hatte ihre eigene Militärpolizei, die patrouillierte und die das kontrollierte. Und wenn man von einem Bezirk, also einem Sektor in Wien, in den anderen wollte, wurden diese Ausweise angeschaut. Und nur im 1. Bezirk waren alle 4 Vertreter der Besatzung gemeinsam als Militärpolizei im Einsatz. Das waren dann die 4 im Jeep, ein Schlagwort. Ja, auch das gehörte zu meiner Kindheit. Aus meiner Kindheit auch nicht wegzudenken, das Tröpferlbad. Für alle, die kein eigenes Bad mit Dusche oder Wanne hatten, und das betraf die meisten Menschen in Wien nach dem Krieg, war das Tröpferlbad die einzige Möglichkeit, sich mal gründlich zu waschen. Tröpferlbad deshalb, weil der Warmwasserspeicher meistens im Dachgeschoss war und bei großem Andrang im Bad das Wasser nur spärlich aus den Duschen tropfte. Auch die Soldaten der Besatzungsmacht haben die Tröpferlbäder immer wieder genützt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wenn eine ganze Kompanie der Sowjets auf meinem Schulweg in den 4. Bezirk mitten auf der Straße singend zum Tröpferlbad marschiert ist. Meine Eltern war es auch sehr wichtig, dass wir Kinder die allerbeste Ausbildung genossen
Obwohl das eigentlich gleichzeitig für sie eine große finanzielle Belastung war, denn anders als heute musste einfach alles gekauft werden, Schulbücher, einfach alles, und ich glaube, man musste auch noch Schulgeld bezahlen. Jedenfalls war ich überglücklich, dass ich die Prüfung in die Mittelschule bestanden hatte. Das Realgymnasium in der Waltergasse im 4. Bezirk, das war also meine erste Schule nach der Volksschule, und der schon erwähnte Marsch der sowjetischen Soldaten ins Tröpfelbad wurde bald für mich Alltag. Diese Schule war eine reine Bubenschule. Nachdem es insgesamt nach dem Krieg zu wenig Schulen in Wien gab, auch zu wenig Lehrer, musste man improvisieren. Also hat man für die Mädels eine vorübergehende Bleibe in der Waltergasse eingerichtet. Als dann das MRG 10, das Mädchenrealgymnasium in der Laabergstraße, 1955 eröffnet wurde, bin ich mit meiner Klasse und einigen meiner Lehrer dorthin übersiedelt. Bis dahin verbrachte ich 2 Jahre in der Waltergasse, in einer reinen Mädchenklasse, mitten unter lauter Buben. Jedenfalls habe ich dort, neben den ernsthaften Dingen des Lebens, von und mit den Buben auch raufen gelernt. Ich habe mir jetzt mal die Website meiner alten Schule in der Waltergasse angeschaut und darauf eine Hall of Fame entdeckt. Also ich muss sagen, mein Erstaunen war ziemlich groß, als ich sah, wer dort aller nach mir und auch schon vor mir die Schulbank gedrückt hatte. Alles heute berühmte Persönlichkeiten und einige sogar mittlerweile Kollegen. Da gab es einmal den Kammersänger Kurt Riedl, den Dichter Ernst Jandl, Stefan Weber, der Kopf der Gruppe Tradiwabel, Regisseur und Drehbuchautor Harald Sicheritz, Walter Gröbchen, Journalist und Redakteur beim ORF, Günter Pahl und Andreas Witterseck, beide Kabarettisten, Musiker, Schauspieler, Regisseure. Naja, also alle bis auf Ernst Jandl, ja, sind jünger als ich. Wer von den anderen auf meinem Sessel gesessen ist, das werde ich vermutlich nie erfahren. Aber wenn Sie vielleicht mehr über meine Kindheit wissen wollen, zwischen 1943 und 1955, so können Sie das Buch online bestellen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Vergnügen beim Lesen, und vor allem wünsche ich Ihnen, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie können, und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.